Und genau da steht Verena Bünden, die ich sehr herzlich begrüße. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie stehen ja vor dieser Halle, in der das Jahrestreffen der NAA stattfindet. Ist denn überhaupt etwas von Protesten zu sehen? Ja, wir sehen hier derzeit eher kleinere, vereinzelte Protestaktionen. Aber für heute Abend und vor allen Dingen für den morgigen Samstag sind größere Proteste angekündigt. Proteste, bei denen auch Angehörige von Parkland-Opfern erwartet werden. Und morgen ist auch eine Pro-Waffen-Demonstration angekündigt mit womöglich bewaffneten Demonstranten. Und dieses Aufeinandertreffen, das bereitet der Polizei hier in Dallas Sorge. Die Polizei hat aber gesagt, dass sie sich sehr bemüht, dass jeder hier zu seinem Recht kommen wird. Die einen zu ihrem Demonstrationsrecht und die anderen zu ihrem Recht, Waffen zu tragen und eben Waffen zu besitzen. Ist das, was Sie uns gerade gezeigt haben, nämlich im Zweifelsfall eine volle Halle und einige wenige Demonstranten, auch das Verhältnis zwischen Befürwortern und Gegnern in der Öffentlichkeit? Nein, das kann man so eigentlich nicht sagen. Also in der Öffentlichkeit liegt derzeit, sind beide Lager stark vertreten, stark emotionalisiert. Und dieser Graben zwischen beiden Lagern, der wird auch eigentlich immer tiefer. Wir haben auf der einen Seite die Schüler, die eine ganz neue Energie reingebracht haben in die Diskussion um eine Verschärfung der Waffengesetze. Und diese Schüler, die versuchen jetzt den Druck, die Aufmerksamkeit oben zu halten, bis zu den Zwischenwahlen im Herbst und fordern die Menschen auf Wählen zu gehen. Und auf der anderen Seite haben wir die NRA, die vielleicht kurzzeitig in der Defensive schien, aber jetzt sich auch wieder in der Gegenoffensive befindet und die hier in der Halle das Motto ausgerufen hat, Zeichen der Stärke, was so viel heißt wie jetzt erst recht. In der Bevölkerung gibt es eine Zweidrittelmehrheit, die für ein generelles Verbot von Schnellfeuerwaffen ist, aber dennoch ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass so ein Verbot so schnell kommt. Denn der politische Arm der NRA, der reicht wirklich weit und wird das aktiv zu verhindern suchen. Ja, wir haben ja immer wieder die Entwicklung, dass auch die NRA unter Druck gerät, wenn ein solches Massaker passiert. Aber das geht ja relativ schnell auch wieder weg. Ja, also man kann den Eindruck gewinnen, dass die NRA eigentlich da eher gestärkt draus hervorgeht. Denn wenn sie in der Defensive gerät, dann schafft sie es auch immer, Mitglieder und auch breitere Sympathisantenkreise für sich zu mobilisieren. Das Parkland-Massaker war ja im Februar. Schon unmittelbar danach, im März, hat die NRA eine Rekordspendensumme eingefahren, nämlich 2,4 Millionen Dollar nur im Monat März. Und 80% davon waren Kleinstspenden, also ist nicht etwa von der Waffenindustrie. Und das zeigt, dass die NRA sich gerade in einer vermeintlichen Krise auf ihre Sympathisanten verlassen kann. Sie haben in Ihrem Beitrag eine Familie gezeigt, die sich mal gleich ganz viele Waffen besorgt hat, auch der Jugendliche der Familie. Wie leicht ist es denn, an Waffen zu kommen und welche erhält man? Also das ist hier in den USA unverändert leicht. Es gibt natürlich unterschiedliche Regelungen in den verschiedenen Bundesstaaten. Aber in der Stadt Philadelphia hat ein Reporter zum Beispiel mal einen Test gemacht. Und der brauchte gerade 7 Minuten, um ein Schnellfeuergewehr zu kaufen. Und zwar genau den Typ, den Amokschützen besonders oft verwenden hier in den USA. Schnellfeuerwaffen, Kriegswaffen werden hier in den USA als Sportwaffen vermarktet, sind damit in den meisten Bundesstaaten schon ab 18 Jahren zu kaufen. Und das ist natürlich besonders gefährlich. Es gibt ein weiteres Schlupfloch in den meisten Bundesstaaten. Das ist der Privatverkauf. Wer seine Waffe auf einer Messe, online oder bei seinem Nachbarn kauft, der muss keinen Background-Check durchlaufen. Das heißt, wer eine Waffe haben will, der findet Wege und auch wirklich breite Möglichkeiten, sich diverse Modelle hier zu besorgen. Verena Bünden, ganz herzlichen Dank für Ihre Darstellung.